Herr Kessler, wir wollen über Ruth Fischer ins Gespräch kommen und ich würde am Anfang gerne nach Ihrer persönlichen Motivation fragen. Sie haben ja diese Biografie über Ruth Fischer geschrieben. Sie sind Historiker, Sie arbeiten im Bereich der historischen Kommunismusforschung und wenn man über Arbeiterbewegung und Kommunismus in der Weimarer Republik forscht, dann wird man ja mit Sicherheit irgendwann auch auf Ruth Fischer stoßen. Trotzdem ist es ja eine Entscheidung zu sagen, ja, ich setze mich womöglich über mehrere Jahre hinweg hin und forsche zu einer Person, gehe in die Archive und schreibe eine Biografie, in diesem Fall eben über Ruth Fischer. Was hat denn bei Ihnen zu dieser Entscheidung geführt? Was fanden Sie vielleicht das Interessante und Relevante an diesem Leben von Ruth Fischer? Das Buch über Ruth Fischer war ja nicht meine erste und auch nicht meine letzte Biografie, die ich zumal über dissidente und widersprüchliche Linke schrieb. Mich hat natürlich Ruth Fischer auch deshalb interessiert, wegen der widersprüchlichen Urteile über sie. Sie galt in der DDR, wo ich aufgewachsen bin, als Renegatin, aber ich habe im Elternhaus und auch in der Universität differenziertere Töne gehört. War Ruth Fischers Leben nicht auch ein Leben voller Tragik? Was war mit ihrem Lebenspartner Arkadi Maslow? Unter welchen Umständen kam er zu Tode? Ich habe übrigens über Arkadi Maslow soeben eine Biografie, die ich in Englisch geschrieben habe, auch veröffentlicht. Das ist aber nicht identisch mit dem Buch über Ruth Fischer. Und natürlich war es interessant, Ruth Fischer war die erste Frau, die eine Massenpartei führte, weltweit, ob kommunistisch oder nicht. Sie wurde dann als Antikommunistin im Kalten Krieg berühmt, aber wie ich auch schon zu Studienzeiten herausfand, am Ende hat sie sich wieder einer gewissen Art von Kommunismus versucht anzunähern, was natürlich in der DDR und anderswo strikt zurückgewiesen wurde. All das ist natürlich widersprüchlich und interessant genug und zudem, es gab keine Biografie über Ruth Fischer. Also habe ich losgelegt. Mein Eindruck ist ja, dass Ruth Fischer heute nicht unbedingt sonderlich bekannt ist. Wenn, dann taucht sie ja immer mal wieder auf als Schwester von Hanns Eisler. Sie haben jetzt andere interessante Aspekte erwähnt, nämlich, dass sie eben die erste weibliche Führerin einer Massenpartei gewesen ist, der KPD. Sie war im US-amerikanischen Exil eine Antistalinistin. Das sind Punkte, auf die wir zu sprechen kommen werden. Aber lassen Sie uns zunächst am Anfang anfangen. Ruth Fischer ist ja im Jahr 1895 in Leipzig zur Welt gekommen. In was für Verhältnissen ist sie denn aufgewachsen? Wie war sie familiär geprägt? Die Familiengeschichte hat mich natürlich auch sehr interessiert. Schon weil ich natürlich auch ein Interesse an Leben und Werk ihrer Brüder hatte. Ihr Hintergrund ist interessant und ungewöhnlich. Ihr Vater war ein agnostischer Jude, ein Privatdozent für Philosophie, der aber, weil er die damals obligatorische Taufe von sich wies, keine Universitätsprofessur erlangte, weder in Deutschland noch in Österreich. Ihre Mutter kam interessanterweise aus einfachen Verhältnissen. Sie war Arbeiterin, aber eine sehr bildungshungrige Arbeiterin, von denen es in Leipzig ja viele gab. Sie war auch keine Jüdin, sie war Protestantin. Und in der Familie herrschte eine ungewöhnlich offene, aufgeschlossene Atmosphäre, sowohl was den Umgang mit Religion und Philosophie betraf. Rudolf Eisler, Ruth Fischers Vater, hatte ja immerhin auch die Psychologie der Massen von Gustave Le Bon übersetzt. Man war interessiert an Musik. Hanns Eisler wurde ja ein herausragender Komponist des 20. Jahrhunderts eigenen Rechts, an Literatur, aber eben auch, besonders durch die Mutter, immer an Fragen der Arbeiterbewegung und der Arbeiterbildung. Und natürlich, die Familie lebte in Wien. Ja. Ruth Fischer lebte nur ihre sehr frühe Kindheit in Leipzig. Und Wien war natürlich auch eine multinationale, eine multiethnische Stadt, in der die sozialen Gegensätze aufeinanderprallten und natürlich auch der Antisemitismus eine starke Rolle spielte, vor allen Dingen im radikalisierten Kleinbürgertum, was natürlich für die drei Kinder, für Hanns und Gerhard Eisler und für Ruth natürlich auch eine Rolle spielte. Sie wurden mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert, auch wenn der Antisemitismus damals noch nicht so rabiat war.
Sie ist in Wien dann quasi aufgewachsen, denn ihr Vater ist ja dann sozusagen kurz nach ihrer Geburt nach Wien gegangen, weil er dort eine Stellung gefunden hat. Und wir sehen ja in Wien, dass sie aktiv ist schon früh, also dass sie sich früh engagiert, aktiv in der Jugendbewegung. Sie studiert in Wien verschiedene geisteswissenschaftliche Fächer. Was für Faktoren, was für Einflüsse haben denn dann zu einer Politisierung von Ruth Fischer geführt? Also wie kam sie schließlich zum Kommunismus? Der Erste Weltkrieg war für die Familie Eisler wie für Millionen Menschen in Europa und darüber hinaus ein Einschnitt, der ihr ganzes Leben veränderte. Der Erste Weltkrieg von allen Seiten mit scharfer nationalistischer Propaganda verbreitet, in Österreich übrigens auch von der Arbeiterzeitung, der Sozialdemokratie am Anfang nicht bis zu Ende allerdings mitgetragen. Und diese nationalistische Propaganda stand in so scharfem Widerspruch zur Realität des Krieges mit den Millionen Toten, mit den Millionen Verwundeten und Verkrüppelten, mit der durchgreifenden Not der Menschen. Übrigens auch mit einer Umschichtung der Gesellschaft insofern, als natürlich jetzt die Frauen massenhaft in die Betriebe gingen, als Arbeiterinnen arbeiteten und all das führte zu einer politischen Radikalisierung. Das machte um die Familie Eisler keinen Bogen. Die drei Kinder wandten sich dem Kommunismus zu, wobei interessanterweise Gerhard Eisler nie Parteimitglied wurde. Er spielte 1926 mit den Gedanken, aber hat sich weder in Deutschland noch in Österreich noch sonst wo der kommunistischen Partei organisatorisch angeschlossen. Das war bei Ruth Fischer natürlich anders. Sie kam in einen studentischen Diskussionszirkel, in dem ihr erster Mann eine wichtige Rolle spielte. Und in diesem Diskussionszirkel, da befanden sich also viele junge Leute, die politisch auf der Suche waren und politisch nach links gingen, ja. Also neben Paul Friedländer, den sie heiratete, waren das ihre Brüder. Aber ganz kurzzeitig gehörte auch Karl Popper dazu und auch Franz Borkenau, der später ebenfalls eine Rolle als antikommunistischer Schriftsteller spielte. Man ging nach links und in Österreich fand dann nicht die Spaltung der Arbeiterbewegung statt wie in Deutschland, sondern die große Mehrzahl der radikalen Linken blieb dank des Geschicks von Friedrich Adler in der SDAPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-Österreichs. Nur eine kleine Gruppe, die allerdings Anfang des Jahres 1919 doch eine Rolle in der österreichischen Politik spielte und kurzzeitig nicht an der Schwelle zur Massenpartei stand, aber immerhin 40.000 Mitglieder hatte in dem kleinen Land. Das war kurzzeitig. Da zog der Kommunismus viele Intellektuelle an. Egon Erwin Kisch war kurzzeitig Mitglied und was nur wenige wissen, ganz kurzzeitig auch sein Freund Franz Werfel, ein anderer hervorragender Schriftsteller jener Zeit. Ich würde nur noch mal des Verständnisses halber nachfragen, weil Sie jetzt gesagt haben, dass es in Österreich nicht die Spaltung in der Art gegeben hat, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist, wo ja die Sozialdemokratie sich spaltet im Zuge des Ersten Weltkriegs. Trotzdem gehört ja eben Ruth Fischer zu den Mitbegründern der Kommunistischen Partei Österreichs. Was sind denn da die Umstände, die da zu dieser Gründung geführt haben? Sie war nicht nur die Mitbegründerin, sondern sie besaß das Mitgliedsbuch Nummer 1. Die Umstände, die zur Gründung geführt hatten, waren, dass eine Reihe von Personen, die ich gerade genannt hatte, zusammen mit älteren politisch erfahrenen Genossen wie Karl Steinhardt und Franz Koritschoner sich zusammenfanden und eben beschlossen, diese Partei im November 1918 zu gründen. Und zwar nach dem Vorbild natürlich Russlands. Ja. Sie verstanden sich sozusagen als österreichische Abteilung der Bolschewiki und das war ja nicht auf Österreich beschränkt. Kommunistische Parteien bildeten sich am Ende des Ersten Weltkrieges in den meisten Ländern Europas, aber nur drei wurden in der Zwischenkriegszeit zu Massenparteien, die in Deutschland, in Frankreich und in der Tschechoslowakei. In Italien kam die Machtergreifung des Faschismus der Bildung zur Massenpartei zuvor. In den anderen europäischen Ländern blieben die Parteien klein und auch in den Kolonialländern bildeten sich eine Reihe kommunistischer Parteien und Gruppen. Das war ein weltweiter Trend, weil natürlich die Sowjetunion oder Sowjetrussland, wie es damals hieß, eine Anziehungskraft auf die radikale Linke ausübte. Vor allem deshalb, weil unmittelbar nach der Oktoberrevolution die neue bolschewistische Regierung den Austritt aus dem Ersten Weltkrieg erklärte. Das versprach ein Ende des jahrelangen Massenmordens.
Nun wird in unserem Gespräch uns Ruth Fischer ja dann vor allen Dingen als führende Persönlichkeit der Kommunistischen Partei Deutschlands beschäftigen. Welche Fäden, welche Wege haben denn Ruth Fischer dann wieder nach Deutschland und damit ja auch zur KPD geführt? Ende August 1919 ging Ruth Fischer von Österreich nach Deutschland, weil die österreichische Kommunistische Partei und Österreich, das sehr stark verkleinerte Österreich, überhaupt als politischer Aktionsraum zu klein wurde. Sie brach ihr Studium an der Universität ab. Sie erlangte erst 10 Jahre später an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin einen Abschluss als Sozialarbeiterin. Sie ging nach Deutschland und hatte den festen Wunsch, ihr ganzes Leben der Politik zu widmen. Ihren gerade einjährigen Sohn, anderthalbjährigen Sohn, den ließ sie zurück bei ihren Eltern in Wien, holte ihn dann aber 10 Jahre später ebenfalls nach Berlin und sie kam in Deutschland sofort mit führenden Kommunisten in Kontakt, vor allen Dingen mit Clara Zetkin. Sie trat in Kontakt zu dem damals im Moabiter-Gefängnis einsitzenden Karl Radek. Sie nahm am 2. KPD-Parteitag im Oktober 1919 in Heidelberg teil. Und ein einschneidendes Erlebnis in dieser Zeit war die Bekanntschaft mit einem in der Ukraine geborenen, aber in Dresden aufgewachsenen Menschen namens Isaak Chemerinsky, der aber damals schon den Parteinamen Arkadi Maslow führte und der ihr Lebenspartner wurde. Nun ist es ja wichtig zu sehen, in der Frühphase der Weimarer Republik ist die KPD ja keineswegs eine homogene Partei, sondern es ist eine Partei, in der diskutiert und gestritten wird, in der zahlreiche Differenzen zunächst ja auch durchaus sehr offen ausgetragen werden. Und innerhalb dieser Auseinandersetzung kann man ja sagen, Ruth Fischer und ihr Lebensgefährte Arkadi Maslow, die gehören zum linken Flügel der KPD. Wie lässt sich das denn spezifizieren? Also was hat die Einstellung von Fischer und Maslow ausgezeichnet, als dass man sie innerhalb der KPD als links verortet? Kann. Ruth Fischer und Arkadi Maslow lebten in Berlin. Die Parteiorganisation von Berlin-Brandenburg, das war vor allen Dingen Berlin und die unmittelbare Umgebung, war im Durchschnitt viel jünger als die damals ohnehin junge Partei und schon deshalb auch viel radikaler. Schließlich waren in Berlin die Gegensätze zwischen KPD und SPD auch besonders scharf und unversöhnlich. Nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg durch die Freikorps im Januar 1919. In Berlin, mehr als anderswo im Reich, war der allgemeine Tenor der Kommunisten, man müsse mit diesem System sofort Schluss machen und man könne auch mit diesem System Schluss machen, wenn die Sowjetunion sich im Bürgerkrieg behaupten werde und Sowjetrussland sich im Bürgerkrieg behaupten werde und es würde sich behaupten, dann stünde die Revolution unmittelbar vor der Tür. Nun gab es aber in der KPD tatsächlich sehr viele Genossen mit unterschiedlichen Erfahrungen, darunter auch einem nicht unbeträchtlichen Anteil von Genossinnen und Genossen aus der Vorkriegssozialdemokratie. Ich nenne Clara Zetkin, ich nenne August Thalheimer, ich nenne Heinrich Brandler, ich nenne Jakob Walcher, Paul Fröhlich, Rosi Wolfstein, Paul Levy natürlich. All diese waren geformt worden durch die Sozialdemokratie des Ersten Weltkrieges und der Vorkriegszeit. Sie wussten, dass auf eine revolutionäre Flut auch eine revolutionäre Ebbe folgen kann. Sie dachten langfristiger. Ja. Sie dachten, wir müssen die Partei so aufstellen, dass sie auch in einer längerfristigen, unentschiedenen Phase des Klassenkampfes politikwirksam wird. Und vor allen Dingen dachten diese Genossen auch, wir müssen das Parlament als eine Tribüne unseres Klassenkampfes benutzen. Nicht als die einzige Tribüne, aber wir können uns dem nicht verweigern. Auf dem KPD-Gründungsparteitag am 1. Januar 1919 war bekanntlich Rosa Luxemburg überstimmt worden und die Partei sagte, wir nehmen nicht an den Wahlen zur Nationalversammlung teil. Der Heidelberger Parteitag von 1919 brachte eine scharfe Kontroverse, worauf Paul Levy einen Teil des ultraradikalen Flügels aus der Partei drängte. Diese formte später dann die kurzlebige Kommunistische Arbeiterpartei, die KAPD, aber es blieben dann, das war dann ein Jahr später, aber es gab natürlich noch viele ultralinke
Elemente in dieser ja auch aufgeladenen Zeit. Man muss ja auch bedenken, es ging ja damals um für oder wider, es gab keine Kompromisse. Die Rechte hatte also gehetzt, tötet Liebknecht, ja, und ein solches Hetzgedicht war sogar im sozialdemokratischen Vorwärts abgedruckt worden. Und ein Mann wie Gustav Noske hätte ganz sicher besser in einer der faschistischen Bünde gepasst als ausgerechnet in die SPD. Und über Friedrich Ebert könnte ich an dieser Stelle auch sehr viel Kritischeres sagen, als in der halboffiziellen SPD-Geschichtsschreibung auch heute gesagt wird. Es schien einfach die Entscheidung für oder gegen eine neue Welt schien unmittelbar bevorzustehen. Dann kam der Friedensvertrag von Versailles, den übrigens auch die KPD vehement bekämpfte und ablehnte. Und das verhalf der Rechten zu einem gewaltigen Aufschwung. Die Novemberverbrecher und es war die Zeit der antisemitischen Protokolle der Weißen von Zion und die Juden wurden pauschal verantwortlich gemacht für die deutschen Zustände. Es gab die Dolchstoßlegende, dass angeblich Spartakisten und wieder waren, gab es jüdische Revolutionäre, auch wenn sie erfunden wurden, der kämpfenden Front den Dolchstoß in den Rücken versetzt hätte, sodass die deutsche Armee also den Kampf aufgeben musste, was natürlich eine Lüge war, aber eine sehr geschickte Lüge. Und all das führte zu einer ungeheuren Radikalisierung und führte auch in der KPD natürlich zu Fragen, wie gehen wir damit um? Und die Ultralinken schoben, und das sollte sich auch in der Folgezeit als ihr Denkfehler erweisen, schoben die Frage einfach von sich, was passiert, wenn die Kräfteverhältnisse gegen uns sind, wenn wir gezwungen sind, uns notabene in den bürgerlichen Staat irgendwie einzurichten, um dort um Mehrheiten für unsere Sache zu kämpfen, was natürlich nicht nur mit revolutionären Mitteln geht, sondern auch einen langen Atem bedarf. Antonio Gramsci hatte das viel besser erkannt mit seiner Metapher vom Stellungskrieg und vom Bewegungskrieg. Die Ultralinken erkannten nicht, dass die Zeit des Bewegungskriegs zu Ende ging und dass ein langwährender Stellungskrieg bevorstand. Nun gibt es ja im Jahr 1921 die sogenannten mitteldeutschen Märzkämpfe, was ja sozusagen eine Aktion ist der KPD, wo sozusagen auf aufständische Bewegungen im mitteldeutschen Raum reagiert wird und dann aber von oben da versucht wird, in so einen putschistischen Massenstreik zu organisieren und sozusagen diese Parole loszugeben. Das scheint ja so, als ob die Ultralinken mit ihrer eher offensiven Strategie sich da sozusagen erfolgreich durchsetzen konnten. Kann man das so sagen und was für eine Rolle spielt da Ruth Fischer? Dem voranging natürlich der Kapp-Putsch vom März 1920. Die putschistische Offensive der Rechten, die durch das einheitliche Handeln der Arbeiterparteien im Keim erstickt wurde, wobei die KPD übrigens anfangs die große Gefahr, die von den Kapp-Putschisten ausging, nicht erkannte, sondern die SPD und die Gewerkschaften unter Kollegien und wie auch die USPD sehr viel schneller reagierten. Das Jahr danach, also bis zum März 1921, war von lokalen kommunistischen oder halbkommunistischen Aufständen in Deutschland bestimmt, von einem sehr scharfen und unverhältnismäßig brutalen Gegenterror der Reaktion, der Freikorps vor allem, auch wenn die nach dem Kapp-Putsch zunächst etwas zurückgedrängt schienen, aber auch der Polizei. Und die Kommunisten, ja, glaubten 1921, und zwar nachdem am Sieg der Bolschewiki in Russland im Bürgerkrieg nicht mehr der geringste Zweifel bestehen könne, glaubten sie etwas für die Revolution, für die Weltrevolution tun zu müssen. Das Ganze wurde befeuert durch einige Kommentaren-Emissäre, die aus Moskau kamen, darunter der unglückselige Bela Kun, den Stalin später umbringen ließ. Und die KPD glaubte, im mitteldeutschen Industrierevier, vor allen Dingen im Raum zwischen Halle und Mansfeld, wo sie also die Mehrheit der Arbeiter hinter sich hatte, könne sie eine Provokation des sozialdemokratischen Polizeipräfekten ausnutzen und zum Gegenangriff übergehen. Und das war natürlich eine völlige Verkennung der Situation. Der Aufstand blieb lokal, wurde sofort und brutal niedergeschlagen. Innerhalb der KPD
gab es zu heftigen Meinungsverschiedenheiten. Paul Levy, der KPD-Vorsitzende, war dagegen gewesen. Er war überstimmt gewesen. Er schrieb dann eine Broschüre, in dem er den Putsch klar verurteilte und verließ die Partei. Ruth Fischer und Arkadi Maslow spielten noch keine entscheidende Rolle in der Partei. Sie waren im Aufstieg begriffen in der Berliner Bezirksorganisation, aber durch ihre ultraradikale Sprache und durch ihre ultraradikalen Artikel spielten sie sich natürlich in dem Vordergrund. Sie warfen Levy vor, er sei Feige von dem Feind gewesen. Man habe also eine revolutionäre Situation nicht genutzt. Und wenn wir nur noch stärker in die Offensive gegangen wären, dann hätten wir auch einen Großteil der Arbeiter mitgerissen, der sich jetzt noch bei dem stinkenden Leichnam SPD aufhält. Das Wort vom stinkenden Leichnam SPD war übrigens eine durchgängige Wendung der Ultraradikalen in der KPD. Jetzt nähern wir uns dem Jahr 1923, das ja vielleicht ähnlich wie 1921 ein wichtiges Jahr für die Geschichte der KPD gewesen ist. Das Ruhrgebiet wird besetzt und in diesem Zuge schwenkt die KPD ja kurzzeitig auf einen Kurs ein, der als Schlageterkurs bezeichnet wird und der eng mit dem polnischen Kommentarenfunktionär Karl Radek verbunden ist. Ein Kurs, in dem ja die KPD auf ein strategisches Bündnis mit nationalistischen Kräften in Deutschland gesetzt hat. Und in diesem Zuge stoßen wir ja auch auf ein unrühmliches Kapitel im Leben von Ruth Fischer. Laut einem Bericht von Franz Pfemfert in der Aktion soll Ruth Fischer da in einer Rede vor völkischen Studenten was gesagt haben, was ich auch kurz aus ihrem Buch zitieren möchte. Also in dem Bericht von Franz Pfemfert wird Ruth Fischer folgendermaßen wiedergegeben: Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Recht so, tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne auf, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, Klöckner? Zitat Ende. Wie ordnen Sie denn diese Äußerung von Ruth Fischer ein und vielleicht was für eine Stellung hat sie in dem Denken von Ruth Fischer? Zunächst muss ich wieder kurz zurückgehen ins Jahr 1922 und an die Ermordung von Reichsaußenminister Walter Rathenau erinnern, der ja in doppelter Hinsicht eine Hassfigur für die Rechten war, als Jude und als ein bürgerlicher Verständigungspolitiker. Nachdem ihn die Freikorpsleute umgebracht hatten, gab es gewaltige Demonstrationen der Arbeiterbewegung, aller drei Arbeiterparteien. Sie demonstrierten für die Ehre des bürgerlichen Politikers und wenn es damals eine einheitlich handelnde Arbeiterbewegung gegeben hätte, dann wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, die Rechte in die Defensive zu drängen. Wenn die Arbeiterparteien gemeinsam Druck ausgeübt hätten, das Republikschutzgesetz, was anschließend verabschiedet wurde, mit Leben zu erfüllen und wenn vor allen Dingen aus dem reaktionären Staatsapparat all die Leute hinausgeworfen wurden, wären die zwar von der Republik bezahlt wurden, diese aber hassten. Dazu kam es bekanntlich nicht. Es war ja auch die Zeit der galoppierenden Inflation, die im Jahre 1923 schwindelerregende Ausmaße erreichte. Für einen Dollar wurden damals 4,2 Billionen Inflationsmark bezahlt. Deutschland war ja der Verlierer des Krieges, musste Reparationen zahlen. Als Deutschland sich außerstand, das hat die Reparationen zu zahlen, rückten französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein, besetzten es, stellten es unter Militärverwaltung, die Reichsregierung und alle Parteien, auch die KPD, riefen zum passiven Widerstand auf. Der passive Widerstand bedeutete, dass gestreikt wurde, wo man noch streiken konnte. Da die Streikkassen aber leer waren, wurden die Gehälter von der Reichsregierung bezahlt. Und wo die Gelder nicht ausreichten, wurden neue gedruckt. Und das hat dann die Inflation, die auch andere Ursachen hatte, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, außer Kontrolle gebracht. Nun verstand sich die KPD natürlich als eine Partei, als Interessenpartei der deutschen Arbeiter. Und diese waren die Hauptleidtragenden der belgischen und französischen Besetzung im Ruhrgebiet. Zugleich operierten dort auch schon der NSDAP nahestehende Terrorgruppen, die Anschläge auf belgische und französische Militäreinrichtungen ausübten. Ein paar von diesen Leuten wurden gefasst, darunter ein junger Mensch, ein Nazi namens Leo Schlageter. Er wurde dann von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und wurde erschossen und er wurde anschließend ein großer Märtyrer der Nazi-Bewegung.
In diesem, jetzt tritt Karl Radek auf. Und zwar vor dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, das die deutsche Lage erörterte. Und er sagte in einer Rede, wir Soldaten der Revolution erweisen unsere Achtung dem Soldaten der Konterrevolution, der zwar von irregeleiteten Ideen beherrscht war, der aber das Richtige wollte, nämlich die nationale Befreiung des deutschen Volkes von Fremdherrschaft und von Imperialismus. Die KPD gab die Losung aus gegen Poincaré und Kuno an der Ruhr und an der Spree. Raymond Poincaré war französischer Regierungschef und Wilhelm Kuno war der deutsche Reichskanzler. Und sie versuchte aus einem Anti-Imperialismus oder Antikapitalismus von rechts Kapital zu schlagen. Es gab auch schon damals einen Antikapitalismus von rechts, der sagte soziale Gerechtigkeit, aber natürlich nur für Deutsche, denn wir sind das Beste aller Völker und uns gebührt der Platz an der Sonne, vor allen Dingen dem deutschen Arbeiter. Es gab auch durchaus in der Nazi-Partei eine ganze Reihe von Leuten, die diese Ideen vertraten. Zu ihnen hatte auch der Schlagitor gehört. Und die KPD veranstaltete Veranstaltungen, auf denen kommunistische und völkische Redner zusammen auftraten und im Sinne der eben zitierten Radek-Rede sich also für den irregeleiteten, aber mutigen Soldaten der Konterrevolution aussprachen. Und auf einer dieser Reden sprach Ruth Fischer in Berlin vor einem vorwiegend studentischen Publikum. Also die KPD-Studenten waren gekommen, aber es waren natürlich auch viele rechte Studenten gekommen, die in der Mehrzahl waren und die vor allen Dingen natürlich auch Ruth Fischer sehen wollten, die ja als Weib galt, als wildes Weib, als vollbusiges Weib, wie die Rechtspresse also immer mit leicht süffisantem Unterton schrieb. Ja? Und Ruth Fischer blieb ihnen nicht schuldig. Ja, wir kämpfen gegen das Judenkapital, aber wir bleiben dabei nicht stehen. Wir kämpfen auch gegen die arischen Kapitalisten, aber natürlich, dass sie dann auch noch gegen Klöckner und Stinnes und andere Kapitalisten kämpfen wollte, das ging natürlich im Gejohl der völkischen Studenten längst unter. Ja? Und was haften blieb, das war der Kampf gegen das Judenkapital und natürlich wussten auch die rechten Studenten, dass Ruth Fischer eine sogenannte Halbjüdin war und das machte für die Rechten die Sachen nur noch delikater. Das war ein derart verheerender, man muss es auch sagen, ein derart verheerender Auftritt von Ruth Fischer, dass er eben zu Recht nicht vergessen ist, bis heute nicht. In der KPD ist dieser Schlagitterkurs ja erstmal ein kurzzeitiger Kurs. Wenn wir später in die 30er Jahre gucken, müsste man vielleicht auch nochmal extra über nationalistische und antisemitische Töne in der KPD sprechen. Ja. Wie ist es denn bei Ruth Fischer? Setzt sich das in irgendeiner Weise fort? Das ist mir nicht bekannt. Ruth Fischer hat nie verschwiegen, dass sie einen jüdischen oder einen teilweise jüdischen Familienhintergrund hat. Es hat aber für sie auch keine entscheidende Rolle in dem Sinne gespielt, dass sie nach dem Holocaust, in dem übrigens ihr erster inzwischen geschiedener Mann Paul Friedländer ermordet wurde, dass sie dann eine Rückbesinnung auf ein wie auch immer geartetes religiöses oder säkuläres Judentum unternahm. Das unterschied sie von vielen anderen Kommunisten oder ehemaligen Kommunisten. Sie war nie Zionistin, obwohl sie auch später, also ich springe jetzt etwas in den 50er Jahren, den stalinischen Antisemitismus sehr genau und sehr bewusst wahrnahm. Dennoch meine ich, dass da etwas in den Tiefen ihres Bewusstseins war, dass sie sich selbst nicht eingestand. Wir werden vielleicht später nochmal darüber sprechen, warum sie nach dem Krieg nicht wieder in Deutschland wohnen wollte. Und sie hatte auch in den 50er Jahren, ich muss jetzt wirklich darauf antworten, weil ich ja gefragt worden bin, ob das später kam, hat sie die Furcht eines starken Neonazismus in Westdeutschland nie verlassen. Darüber vielleicht später noch mehr. Genau, dann können wir erst nochmal sozusagen zurück in die Weimarer Republik und so ein bisschen die Station von Ruth Fischer da weiterverfolgen. Da wird ja das Jahr 1924 dann wichtig, weil das ist das Jahr, in dem Ruth Fischer in die Führungsetage von der Kommunistischen Partei aufrückt. Sie hatten das schon gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt war sie vor allen Dingen in der Berliner KPD verankert. Jetzt wird sie Vorsitzende vom politischen Büro des Zentralkomitees der KPD. Und wenn man vielleicht nach einem Stichwort sucht, das die Linie beschreibt, die sie nun da umzusetzen versucht, dann ist es ja sicher ganz zentral die Bolschewisierung der Partei. Vielleicht können Sie darauf eingehen. Was heißt denn das und was wollte Ruth Fischer mit dieser Bolschewisierung? Ein
Schlüsselproblem nicht nur der Geschichte der KPD, sondern der gesamten kommunistischen Bewegung und auch der Weimarer Republik. Ich greife zurück ins Jahr 1923. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1923 formierten sich in Sachsen und in Thüringen Arbeiterregierungen, also bestehend aus SPD, KPD und anfangs sogar noch aus den Resten der USPD, von denen sie unterstützt wurde. Die USPD war aber schon leider schon sehr klein und spielte gar keine politische Rolle mehr. Aber 1923 traten also kommunistische Minister und Staatssekretäre, darunter Heinrich Brandler in Dresden und Karl Korsch als Justizminister in Thüringen, traten in die Regierungen ein und versuchten, und zwar mit einigem Erfolg, für kurze Zeit lang eine radikale Reformpolitik im Sinne der Linken durchzusetzen. Was zum Beispiel dazu führte, dass einige fortschrittliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Jena und in Leipzig auf Professuren berufen wurden, von denen sie 1933 selbstverständlich sofort wieder vertrieben wurden. Aber was doch nicht unerwähnt bleiben soll angesichts der Tatsache, dass ja die Zahl linker Professoren heute in Deutschland recht überschaubar ist. Und Ruth Fischer und Agathe Maslow gehörten von Anfang an zu den Gegnern dieser Politik. Für sie war das einfach ein Kuhhandel mit dem Leichnam der SPD. Ich muss das hässliche Wort hier wiederholen, weil es damals ständig fiel, dass die Kommunisten desorientieren und von der Revolution wegbringen würde. Nun scheiterten diese Arbeiterregierungen, und weil sie von zwei Seiten in die Zange genommen wurden, nämlich von den Ultralinken in der KPD und den Regierungssozialisten in der SPD, die selbst vor diesem milden linken Reformismus panische Angst hatten, und Reichspräsident Friedrich Ebert, als Reichspräsident gehörte er der SPD nicht mehr an, ließ also in beiden Ländern per Reichsexekution, der berühmte Artikel 48 der Weimarer Verfassung, diese Regierungen absetzen, und das tat der politischen Entwicklung in Sachsen und in Thüringen in keiner Weise gut. Zur gleichen Zeit ergriff eine verzweifelte KPD-Minderheit um Hugo Urbans und Ernst Tillmann in Hamburg zu den Waffen. Der Hamburger Aufstand in der DDR, später auch durch den Film von Kurt Metzig mit Günter Simon als Ernst Tillmann zur Legende verklärt. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, die KPD wurde für ein halbes Jahr verboten. Es gab recht milde Strafen für die Kommunisten, was, wie wir heute wissen, damit zusammenhing, dass hinter dem Rücken der offiziellen Politik sehr effektive Verhandlungen zwischen Reichswehr und Roter Armee liefen, ungeachtet des ganzen Revolutionsredes. Leo Trotzki, noch Volkskommissar für Verteidigung, und Grigori Sinowjew, der Vorsitzende der Komintern, glaubten an einen deutschen Oktober. Die Inflation habe gewissermaßen das Volk reif gemacht für die Revolution. Aber die Inflation war ja inzwischen unter Kontrolle gebracht. Die Rentenmark war eingeführt, der unglückselige Kuno als Reichskanzler zurückgetreten und durch den viel geschickter agierenden Gustav Stresemann ersetzt worden und durch seinen Finanzmagnaten Hjalmar Schacht, ja, der ja auch durch seine hervorragenden Verbindungen nach Amerika wusste, wie man so etwas unter Kontrolle bekommt. Die Leute waren also revolutionsmüde geworden, was ein Teil der KPD, darunter der Vorsitzende Brandler, erkannte. Deswegen wurden alle Revolutionsbestrebungen abgeblasen. Aber ein anderer Teil erkannte das eben nicht. Und Anfang 24 gab es schwere Auseinandersetzungen innerhalb der KPD. Es kam zum Scherbengericht. Die bisherige Führung um Heinrich Brandler geriet hoffnungslos in die Defensive. Und Sinowjew ermunterte also Ruth Fischer und Arkadi Maslow, vor allen Dingen Maslow, der als potenzieller Parteiführer galt, jetzt hier scharf voranzubrechen. Das taten beide zusammen mit Ivan Katz, Werner Schulem, Arthur Rosenberg und Karl Korsch, der bis dahin ein Brandler-Anhänger gewesen war. Und auf dem Frankfurter Parteitag im April 1924 wurde eine neue Spitze der KPD gewählt, mit Arkadi Maslow
als Politsekretär, mit Werner Scholem als Org-Sekretär und mit Ruth Fischer als Stellvertreterin. Und zu den drei jüdischen Intellektuellen wurde, die KPD war ja eine Arbeiterpartei und man brauchte also einen richtigen Arbeiterführer, wurde ein Vorsitzender gewählt, der aber noch nicht die entscheidende Macht ausübte. Und dieser Vorsitzende hieß Ernst Thälmann. Und das war ja nun das Urbild eines Proletariers, auch wenn er in Wirklichkeit schon längst angestellter des Hamburger Arbeitsamtes war oder zeitweise wenigstens gewesen war. Er war inzwischen aktiver Politiker, Berufspolitiker gewesen. Und diese ultralinke Führung praktizierte nun das, was als die Bolschewisierung bekannt wurde. Die Idee kam wieder aus Moskau von Grigori Sinowjew, aber in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Genossen. Sinowjew selbst sprach hervorragend Deutsch und war ein, wie viele führende Bolschewiki, und war ein ausgezeichneter Kenner Deutschlands. Und die Bolschewisierung sollte also bedeuten, dass nun also all die Lauwarmen, die Rechten, die Halbrechten, die sogenannten Versöhnler, zu denen auch Ruth Fischers Bruder Gerhard Eisler zählte, dass die innerhalb der Partei zurückgestuft werden sollten und durch richtige Revolutionäre ersetzt werden sollte. Man brauchte also Leute wie Ernst Thälmann an der Spitze. Aber Sinowjew und Maslow, die stammten beide aus Jelisavet, gerade aus der Ukraine. Auch von dort her gab es also eine Beziehung. Beide bewegten sich souverän im russisch-deutsch-jüdischen Kulturkreis. Das machte die Kommunikation auch leichter. Maslow war ursprünglich als Vorsitzender vorgesehen, eben weil er auch perfekt russisch-deutsch konnte und auch einige andere Sprachen sehr gut. Wie übrigens auch Ruth Fischer, die konnte aber kein Russisch. Und kurz nach dem Parteitag der Bolschewisierung wurde Maslow unter dem Vorwand eines Handtaschendiebstahls, er hatte nie eine Handtasche geklaut, so blöd war er nun wirklich nicht, wurde er im Berliner Tiergarten verhaftet und man stellte fest, dass er kein deutscher Staatsbürger sei, sondern er war Staatsbürger der Sowjetunion. Man beschloss ihn aber nicht auszuweisen, sondern wollte ihn den Prozess machen und der Prozess zog sich ziemlich lange hin, wobei natürlich nach dem Handtaschendiebstahl sofort der Hochverrat ins Spiel kam. Ja? Das Republikschutzgesetz wurde dann gegen ihn angewandt und er verschwand in Untersuchungshaft und bis 1926 im Gefängnis. Und als seine Nachfolgerin wurde Ruth Fischer als Politsekretärin der Partei gewählt. Nun war sie also ganz oben und so viel Macht tat ihr offenkundig nicht gut. Ja? Sie begann also sofort ihre politischen und auch ihre persönlichen Gegner zu entmachten. Einer ihrer persönlichen Gegner war Walter Ulbricht, der aus dem ZK entfernt wurde. Und Walter Ulbricht war nicht der Mensch, der sowas vergaß oder durchgehen ließ. Ja? Und organisatorisch hatte das zur Folge, dass die Partei nun strikt nach einem quasi militärischen Prinzip ausgerichtet wurde. Von oben nach unten, der Widerspruch wurde wie in der sowjetischen Partei und auch in der deutschen Partei erstickt. Die vormals lebendige Diskussionskultur kam allmählich zum Erliegen. Das ging natürlich in Deutschland mit seiner freien Presse nicht so einfach wie in der Sowjetunion. Das war ein länger andauernder Prozess. Aber das, was wir die Stalinisierung der KPD nennen und die ein kleines bisschen später anzusetzen ist, das hätte nicht stattfinden können, ohne dass die Bolschewisierung, also die Zurichtung der KPD zu einem autoritären politischen Körperschaft unter Ruth Fischer, wenn das also nicht schon vorher stattgefunden hätte. Und dieser Prozess vollzog sich also in dem Jahr 1924 und 25, bis dann in Moskau ein erhebliches Misstrauen gegen Ruth Fischer entstand, weil sie also schaltete und waltete, wie sie wollte. Und das hing natürlich damit zusammen, dass der Kommentarvorsitzende Sinowjew, nachdem er Stalin geholfen hatte, Trotzki auszumanövrieren, nun seinerseits von Stalin allmählich ausmanövriert und an die Wand gedrängt wurde. Also die Bolschewisierung der KPD als Vorstufe zur Stalinisierung der KPD, ja, bis sie letztlich ja nur noch eine Außenzentrale von Moskau gewissermaßen ist. Jetzt gehört das zu den Eigenarten des Stalinismus und das haben Sie auch schon angedeutet. Diejenigen, die ihm den Weg bereiten, die gehören später zu den Ersten, die über seine Klinge springen. Und das heißt auch für Ruth Fischer, dass ihre führende Position nicht lange anhält, sondern im Jahr 1926 wird sie zusammen mit Arkadi Maslow ausgeschlossen aus der KPD. Was hat denn letztlich genau zu diesem Ausschluss geführt? Was waren die Umstände dieses Ausschlusses? Mitte 1925 erregte Ruth Fischer in Moskau immer mehr Unbehagen. Der äußere Anlass war,
Der zweite Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl 1925 nach dem Tode von Friedrich Ebert musste gewählt werden. Der erste Wahlgang brachte keine Entscheidung. Und im zweiten Wahlgang stellten die SPD mit den bürgerlichen Parteien Wilhelm Marx auf und die nationalistische Rechte, also besonders um die DNVP und den Stahlhelm, die nominierten den Weltkriegsmarschall Paul von Hindenburg, einen der Verlierer des Ersten Weltkrieges, dem, wie man sagte, der Weltkrieg wie eine Badekur bekommen sei. Und Sinowjew empfahl damals unter der Hand der KPD, ihren Kandidaten Thälmann zurückzuziehen, um eine Mehrheit gegen Hindenburg zu erreichen. Ruth Fischer ignorierte diesen Rat, die KPD hielt ihren Kandidaten aufrecht und die Stimmen der KPD fehlten dann dem bürgerlichen Kandidaten Marx zur Wahl gegen Hindenburg, der einen knappen Wahlsieg errang, was in Moskau mit vollem Recht als die Gefahr einer monarchistischen Restauration gesehen wurde und auch, sagen wir, eine in der politischen Kultur ein gewaltiger Punktsieg für die Rechte war. Nun schwenkte Ruth Fischer plötzlich um und schlug mit einmal der verhassten SPD in einem offenen Brief ein Einheitsfrontabkommen vor. Die Sozialdemokraten, unter denen es ja nicht sehr viele wackere Revolutionäre gab, rieben sich verwundert die Augen und wiesen das natürlich als kommunistisches Manöver zurück. Aber auch in Moskau war die Verunsicherung groß. Wie viele Haken wird Ruth Fischer noch schlagen? Worauf müssen wir uns eigentlich einstellen? Und das geht natürlich nicht. Man brauchte also an der Partei, also eine Führung, die zwar die, na sagen wir doch, die den Interessen der Sowjetunion unkritischer folgte. Ruth Fischer war also eine unsichere Kandidatin inzwischen und im August 1925 wurde die ganze KPD-Spitze nach Moskau beordert und dort verlas ihn Nikolai Bukharin eine Resolution des Exekutivkomitees der Komintern, in der also die bisherige Führung der KPD vernichtend kritisiert wurde. Sie hatte die Verbindung zu den Massen verloren, wovon auch die schlechten Wahlergebnisse zeugen würden. Sie beschäftigte sich mehr mit inneren Angelegenheiten und überhaupt untergrabe Ruth Fischer auch innerparteilich das Vertrauen, eben weil sie so schalte und walte, wie sie wollte. Und das Ecki empfahl, und das Empfehlung hieß, das wusste natürlich jeder, eine neue Führung an die Spitze der Partei. Und der immer mächtiger werdende Stalin hatte noch im Bündnis mit Bukharin dafür auch schon den geeigneten Kandidaten, nämlich Ernst Thälmann, die dem Ecki als Kandidatin angehörende Klara Zetkin, die damals in Moskau lebte, warnte vergeblich davor. Sie war nämlich keine Freundin von Thälmann. Thälmann übernahm nun die Partei. Und es gab sogar innerhalb der KPD ein gewisses Aufatmen. Thälmann schien berechenbar. Natürlich war Thälmann kein Intellektueller. Das hat er selbst von sich auch nie behauptet. Aber er schien doch, sagen wir mal, für einen Kurs zu stehen. Da wusste man auch heute, was er morgen machen würde. Er schien einfach berechenbarer. Und nebenbei gesagt, die Schadenfreude über Ruth Fischers Sturz war auch in der sozialdemokratischen und in der bürgerlichen Presse nicht zu übersehen. Ja. Nun also Thälmann, und in der Tat, zunächst hat Thälmann etwas sehr Richtiges und sehr Vernünftiges. Er sorgte dafür, dass die KPD sich zusammen mit der SPD in einer wichtigen Initiative zusammentat, nämlich es ging um die Abweisung der Vermögensansprüche der 1918 gestürzten Fürstenhäuser. KPD und SPD initiierten ein Volksbegehren, das nur deshalb knapp scheiterte, weil per Reichsgesetz festgelegt wurde, dass nicht die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sondern der Prozentsatz aller Wahlberechtigten, was eigentlich ein Unding ist, für das Ergebnis zählen sollte. Es war dennoch ein relativer Erfolg und zeigte, dass KPD und SPD, wie damals auch im Preußischen Landtag, bei einigen Dingen, wenn sie also versuchen, wie denkende Menschen zu agieren, durchaus etwas erreichen können. Im Preußischen Landtag arbeiteten übrigens dies nur nebenbei in den Ausschüssen auch ganz pragmatisch Wilhelm Pieck und Konrad Adenauer zusammen, die nun politisch, um es vorsichtig zu sagen, nicht auf einer Linie lagen. Das verschaffte Thälmann zunächst innerhalb und außerhalb der Partei einen Autoritätsgewinn. Was aber nicht von Anfang an klar war,
war die Tatsache, dass Thälmann also Stalin bedingungslos folgte. Ja? Ganz egal, was dieser tat. Und dieser half ihm dann auch 1928 bei einer Affäre, in der Thälmann seinen Freund Wittorf, den Hamburger Schatzmeister, gedeckt hatte, eine Korruptionsaffäre, eine geplante Absetzung durch die Parteiführung zu überstehen, indem er also von Moskau aus beorderte Mufti quasi wieder eingesetzt wurde. Was nun mit Fischer und Maslow? Ruth Fischer wurde in Moskau festgehalten nach dem im September. Man habe noch einige Dinge vor der Zentralen Kontrollkommission des ECI mit ihr zu klären. Ja? Sie solle also ihr wurde inzwischen ein Zimmer ins Hotel Lux zugewiesen. Es ging ihr materiell ganz ordentlich und ganz anständig, aber als sie sagte, sie wolle jetzt nach Deutschland zurück, dann sagte mir, nein, Genossin Fischer, das geht momentan nicht. Und außerdem liegt dein Pass beim Genossen Ossip Piatnitsky, später ein anderes Opfer Stalins, ja. Da müssen noch einige Dinge überprüft werden. Ja. Ruth Fischer nahm dann an einem ECI-Plenum im Februar 1926 teil, wo sie also sich zum letzten Mal auch offen verteidigen konnte und gegen die Form ihrer Absetzung auch protestieren konnte und im Plenum klarzumachen versuchte, dass sie ja eigentlich doch die bessere KPD-Führerin sei. Sie hatte auch Unterredungen mit Stalin, mit Bukharin und mit Zinoviev und Stalin bot ihr sogar an, wenn sie bedingungslos bereit wäre, ihm zu folgen, könne man über manches reden. Ja? Sie lehnte aber, das muss gesagt werden, jeden Kuhhandel ab. Und erst 1926, als sie dann drohte, die deutsche Botschaft anzuschreiben und sie um einen professorischen Ausreisepass zu bitten, erst dann durfte sie zurückreisen. Maslow wurde aus dem Gefängnis nach zweijähriger Gefängnishaft entlassen und beide begannen nun im Juli 1926 für ihre Linie gewissermaßen für ihre politische Rehabilitierung zu kämpfen. Das Ganze dauerte einen reichlichen Monat und am 19. August wurden sie aus der KPD als Spalter der Partei ausgeschlossen. Sie stellten mehrere Revisionsanträge und diese Revisionsanträge wurden abgelehnt. Und so nacheinander, nicht so von Anfang an, wurde der eine und der andere ihrer Parteigänger ebenfalls aus der Partei ausgeschlossen. Einige wurden dann später wieder aufgenommen, aber für manche bedeutete das die endgültige Trennung vom organisierten deutschen Kommunismus. Ruth Fischer war ja 1924 in den Reichstag gewählt worden und hatte in ihrer ersten Rede ihre Abgeordnetenkollegen als Hampelmänner des Monopolkapitals beteiligt, was also belustigte Reaktionen bei den Deutschnationalen hervorrief. Sie benutzt überhaupt den Reichstag fast nur als Propagandatribüne und nicht zur ernsthaften politischen Arbeit, im Unterschied zu anderen wie zum Beispiel Edwin Hörnle oder Walter Stöcker. Und ihr Reichstagsmandat, sie war bei den zweiten Reichstagswahlen Ende 24 wiedergewählt worden, das galt noch bis 1928. Sie konstituierte nun mit einigen anderen wenigen Ausgeschlossenen aus der KPD, wozu inzwischen auch Karl Korsch gehörte, eine Gruppe linker Kommunisten. Sie trat im Reichstag dann nur noch einmal entscheidend in Erscheinung, als sie sagte, wir haben jetzt zwei sozialdemokratische Parteien, die beide die Arbeiter belügen und betrügen und hier sitzen die Trauergestalten Otto Wels und Ernst Thälmann. Dann gibt es ja eine Phase im Leben von Ruth Fischer, wo sie sich auch zeitweise in Berlin aus dem politischen Geschehen zurückzieht und als Sozialpädagogin arbeitet und als Fürsorgerin. Und dann ist ja, wenn wir so ein bisschen sozusagen die weiteren Stationen uns anschauen, bedeutet natürlich die Machtübergabe an die Nationalsozialisten in Deutschland einen Einschnitt in ihrem Leben. Ruth Fischer und Arkadi Maslow müssen fliehen und es sind ja viele Stationen ihrer Flucht, die sie da durchmachen müssen. Also Prag, Frankreich, Lissabon und geplant ist dann die Überfahrt in die USA. Was sind denn die entscheidenden Ereignisse dieser Flucht? Ja, das kann man wohl sagen. Zunächst mal, ganz aus der Politik konnte sie sich nicht zurückziehen. Zunächst mal gehörten sie und Arkadi Maslow zu den Gründern des Leninbundes, einer der vielen oppositionellen kommunistischen Organisationen, die aber kein politisches Eigenleben entfaltete. Sie gehörten ihr nur wenige Monate an, da sie beide einen Wiederaufnahmeantrag an die KPD stellten Olosch damit ihre Mitgliedschaft im Leninbund, der sich von der KPD sehr scharf ab
grenzte. Sie holte ihren Abschluss, ihren Studienabschluss nach, wurde Sozialarbeiterin, arbeitete im Prenzlauer Berg, leistete dort offenbar gute Arbeit. Sie konnte mit Kindern vor allen Dingen gut umgehen. Und davon zeugt auch ihr, wie ich finde, exzellenter Sozialreport Deutsche Kinderfibel, den aber zum Teil Arkadi Maslow mindestens mitgeschrieben hatte und den sie offiziell zusammen veröffentlichte mit einem Arzt, einem Kinderpsychiater, Franz Heimann. Ja. Dieses Buch ist heute noch eine Fundgrube, wenn man sich die Zustände anschaut, unter denen die Arbeiter in der Wirtschaftskrise damals leben mussten. Arkadi Maslow, der ja sein Mathematikstudium 1918 abgebrochen hatte, lebte als freier Schriftsteller, als Übersetzer vor allen Dingen. Er übersetzte eine Reihe von Werken aus dem Russischen, gab Nachhilfestunden in Mathematik und es ging beiden, also sagen wir mal, sie lebten beide natürlich nicht in Saus und Braus, sie lebten relativ bescheiden, aber hatten doch eine solide Mittelstandsexistenz. Ruth Fischer arbeitete als Sozialarbeiterin im Prenzlauer Berg, Arkadi Maslow als Übersetzer und als Nachhilfelehrer für Mathematik. Der Sohn Gerhard aus erster Ehe kam aus Wien, nachdem Ruth Fischers Eltern auch beide verstorben waren. Er hatte zuletzt bei ihren ehemaligen Schwiegereltern gelebt, kam er dann nach Berlin, besuchte die Karl-Marx-Schule. Ich habe sogar noch einige seiner Schulkameraden kennengelernt, Sie werden es nicht glauben. Und es schien sich also, sie gehörten praktisch zur linken Intelligenz der Stadt, traten politisch dann nicht mehr unbedingt hervor, waren aber nach wie vor politisch interessiert. Arkadi Maslows Name tauchte als Übersetzer auf. Ruth Fischer kam mit diesem Buch über die deutsche Kinderfibel, kurz vor Antritt der Nazi-Herrschaft erschienen, wieder ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit zurück. Und dann kam das Jahr 1933. Und Fischer und Maslow gehörten sofort zu den von den neuen Machthabern Gejagten. Es gelang ihnen, auf dem Motorrad in die Tschechoslowakei zu fliehen. Sie mussten alles zurücklassen, darunter auch Ruth Fischers persönliches Archiv. Sie archivierte viele Dinge. Das passierte ja das zweite Mal 1940 in Frankreich, was ihr Biograf natürlich stets bedauert hat. Und sie konnten das Leben retten. Schwieriger war es mit ihrem Sohn. Der Sohn wurde noch einmal in die Wohnung zurückgeschickt. Er sollte noch ein paar Sachen holen. Und dort war aber schon die SS. Ein gewisser Taubert, ein SS-Leutnant Eberhard Taubert empfing sie dort schon. Es war also die SS, nicht die SA, was zeigt, welchen Stellenwert Fischer und Maslow schon für die Leute hatten. Der 15-Jährige wurde verhaftet, kam ins Polizeigefängnis zuerst Polizeigefängnis am Alex, dann in verschiedene andere Gefängnisse, wurde misshandelt, grausam geschlagen. Und erst die österreichische Botschaft, er war österreichischer Staatsbürger, befreite ihn schließlich und er konnte dann nach Wien nachreisen. Und von dort ging er dann nach England, denn in Wien hatte ja inzwischen der Austrofaschismus die Macht ergriffen. Fischer und Maslow kamen auf einer gefahrvollen Route, sie wussten ja auch noch nicht um das Schicksal von Ruth Fischers Sohn, gelangten sie auf dem Motorrad über Österreich in die Schweiz. Dort half ihnen ein alter Freund, Fritz Brubbacher, ein Kampfgefährte Lenins, half ihnen dann dort weiter mit ein bisschen Geld. Er war Arzt. Sie gingen dann nach Paris und nahmen Kontakte zu den Flüchtlingsorganisationen auf, was kompliziert genug war. Ja? Aber sie hatten unglaubliches Glück. Fischer und Maslow hatten einen alten Freund aus Berliner Zeiten, Jacques Douriot. Jacques Douriot war Mitglied des Politbüros der französischen Partei und er war Bürgermeister der Stadt Saint-Denis. Und er verschaffte Ruth Fischer eine Anstellung als Sozialarbeiterin. Ihre guten Französischkenntnisse waren natürlich enorm hilfreich. Zu Douriot ist noch zu sagen,
dass Doriot damals zu den besonderen Kommunisten gehörten, die also nicht jede Verbindung zu den Sozialdemokraten abbrechen wollten. Er wurde dann aus der Partei ausgeschlossen und tat etwas, was tatsächlich nur schwer nachzuvollziehen ist. Er ging den Weg zur radikalen Rechten. Er wurde ein Faschist. Er, der also selbst jüdische Freunde hatte, also Ruth Fischer und Agathe Maslow zum Beispiel, ja, beteiligte sich dann tatsächlich an den Judenjagden während der deutschen Besatzung und schloss sich dem französischen Freiwilligenkorps der SS an. Ich glaube, er kam, wenn ich das richtig sehe, ja, bei einem alliierten Fliegerangriff dann ums Leben. Also eine ganz schlimme politische Entwicklung. Also auch das gab es. Ja. Aber zunächst war er noch Freund und Helfer. Ruth Fischer arbeitete als Sozialarbeiterin in Saint-Denis und die Zustände waren noch schlimmer als in den Proletarierquartieren in Berlin. Und Arkady Maslow, er konnte ja schreiben und er konnte auch sehr bald sehr gut Französisch schreiben, Russisch, Deutsch und auch Englisch ohnehin. Und er hatte und errichtete ein Nachrichtenbüro ein, in dem er gewissermaßen Informationen aus der Presse, aus der fremdsprachigen Presse sammelte und an französische Pressebüros gegen Honorar weitervermittelte. Das war natürlich nur ein sehr bescheidenes Honorar, aber das konnte er. In der Zeit hatten ja noch nicht viele Franzosen Fremdsprachenkenntnisse. So, und beide wurden politisch aktiv. Wenn man Ruth Fischer glauben kann, und in diesem Fall ist sie eine durchaus glaubhafte Zeitzeugung, dann wohnte sie zunächst bei ihrem Bruder Gerhard Eisler, der in der KPD war. Der brachte sie zusammen mit Wilhelm Pieck und mit Willy Münzenberg. Auch Münzenberg gehörte noch der KPD an, von der er sich 1938 dann zugunsten eines unabhängigen Sozialismus abwandte. Und ganz offensichtlich, wie Ihnen auch schon tschechische Genossen in Prag gesagt hatten, die hatten sich eine Zeit lang in Prag aufgehalten, ja? Ganz offensichtlich gab es innerhalb der KPD-Führung Überlegungen, ob nach dieser verheerenden Niederlage, zumal Thielmann in Haft war, man vielleicht eine neue KPD-Führung benötigte und vielleicht auch einen neuen amtierenden Vorsitzenden. Und wer käme da besser in Frage als Arkady Maslow, der die Partei kannte, der zudem perfekt Russisch sprach, ja, der sich überhaupt, also auch außerhalb Deutschlands, wie ein Fisch im Wasser bewegte und mit dem, obwohl er aus der Partei ausgeschlossen war, auch Willy Münzenberg durchaus noch eine respektvolle Beziehung unterhielt. Aber aus Moskau kam natürlich ein entschiedenes Nein. Der Renegat oder die beiden Renegaten werden in die Partei nicht mehr aufgenommen. Sie stehen auf der anderen Seite. In dieser Zeit wurde Leo Trotzki, der bisher im Exil in der Türkei lebte, es gestattet, nach Frankreich einzureisen und in die Nähe von Paris, in Barbizon, das durch seine Malerschule berühmt war, Wohnsitz zu nehmen. Das tat er also und er traf sich dort mit einer ganzen Reihe von Linkssozialisten, von Kommunisten, die inzwischen aus den verschiedenen Parteien ausgeschlossen waren, Franzosen vor allen Dingen, aber auch mit dem deutschen Jakob Walcher, und er traf sich eben auch mit Arkady Maslow und Ruth Fischer, die in den 20er Jahren seine politischen Gegner gewesen waren. Trotzki war bereit, die alten Streitigkeiten zu vergessen und fragte sie, was können wir tun, um an einer Wiederaufrichtung der kommunistischen Bewegung zu arbeiten, nachdem die Kommentaren einen Totalbankrott erlitten hat, außerhalb Moskaus, beziehungsweise die kommunistische Partei zum Anhängsel des Diktators Stalin geworden ist. Das Ganze ging her und hin. Es gab eine kleine deutsche Emigrantenkolonie, diese ehemalige Kommunisten, die sich Trotzki angeschlossen hatten. Sie nannten sich Internationale Kommunisten Deutschlands, was natürlich ein wenig übertrieben war. Aber man musste sich unter den harten Bedingungen des Exils auch selbst ein wenig an Zuversicht sich vermitteln. Und die schauten also mit größter Skepsis auf Fischer und Maslow. Aber Trotzki drang damit durch, dass sie beide in die Partei aufgenommen wurden und Ruth Fischer sogar in das, was also wieder mehr Anspruch als Wirklichkeit war, Mitglied des internationalen Sekretariats der kommunistischen Opposition wurde.
Das Ganze hielt nicht lange vor. 1936, 37 kam es zum Bruch. Politisches vermengte sich hier mit Persönlichen. Und zum Anlass wurde der sehr vernünftige Gedanke Trotzkis, dass man auch mit dem kirchlichen Widerstand in Deutschland, den es gab, zusammenarbeiten müsse. Ja? Trotzki sagte damals, natürlich werden wir mit katholischen und evangelischen Werktätigen zusammenarbeiten, warum denn nicht? Aber Maslow sah darin eine Verletzung geheiligter Prinzipien des Kommunismus und er verließ mit Ruth Fischer unter einigem Getöse die kleine Organisation. Es gab noch einige andere Dinge am Rand, da ging es um die Emigrantenpresse, aber diese Einzelheiten will ich jetzt weglassen. Und fortan lebten sie also ganz unabhängig. Sie sammelten einen Freundeskreis, zu nennen sind der ebenfalls aus Berlin emigrierte Soziologe István Balázs, der sich dann Etienne nannte, und der kroatisch-jugoslawische Schriftsteller und Philosoph Ante Cilica, der einige Jahre Haft in der Sowjetunion schon hinter sich hatte als oppositioneller Kommunist. Sie hatten Beziehungen zum linken Flügel des exilierten Menschewismus und zu einigen anderen Leuten. Zu nennen ist ein außergewöhnlich mutiger Mann, Helmut Klotz, ein ehemaliger Nazi, der mit den Nazis dann gebrochen hatte und schon in den 20er Jahren einer der ersten war, der die Verbindungen Hitlers zur Schwarzen Reichswehr und auch schon seine beginnenden Verbindungen zur Großindustrie enthüllt hatte und die Nazis dann später ergriffen in Frankreich und umbrachten. Daran war übrigens auch jener Eberhard Taubert beteiligt, auf den wir dann später nochmal zurückkommen werden. Diese gefahrvolle Existenz, aber doch wenigstens, sie waren doch wenigstens ihres Lebens sicher. Aus Deutschland war Ruth Fischer ausgebürgert worden. Ruth Fischer stand auf der ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reiches zusammen mit Heinrich Mann, mit Kurt Tucholsky, mit Wilhelm Pieck, mit Willy Münzenberg. Sie war die erste einzige Frau, die drauf stand, die erste Frau, die je aus Deutschland ausgebürgert wurde. Und die Namen von Fischer und Maslow wurden im ersten Moskauer Prozess im August 1936 als angebliche Drahtzieher eines internationalen, von Trotzki organisierten Komplotts gegen Stalin genannt. Sie wurden zwar nicht, wie es offiziell heißt, zum Tode verurteilt, aber Generalstaatsanwalt Wyszynski machte klar, dass sie nun als Vogel frei zu gelten hätten. Sie mussten also darauf gefasst sein, von den Anhängern Hitlers und Stalins gejagt zu werden. Und das wurde natürlich Wirklichkeit mit dem Zweiten Weltkrieg. Sie mussten aus Paris fliehen, wieder unter Zurücklassung ihrer ganzen Habe gelangten auf gefahrvollsten Umwegen nach Marseille. Sie mussten sich vor den Deutschen, vor den französischen Kollaborateuren in Acht nehmen, aber auch vor Stalinisten, obwohl diese dann natürlich anderes zu tun hatten, denn nach dem deutsch-sowjetischen Pakt war die französische Partei zunächst verboten worden. Wie gesagt, sie gelangten nach Marseille und über viele Umwege und viele Rückschläge schließlich beschaffte ihnen der Konsul Varian Fry, schaffte es Ruth Fischer, ein Visum zu beschaffen für die USA. Dies gelang nicht im Falle von Arkadi Maslow. Beide gingen durch Spanien. Spanien gestattete ja solche Durchgänge stillschweigen, weil sie sich natürlich mit ihrer langen Küste wollte sich Franco es sich nicht mit der englischen Flotte verderben. Sie gelangten nach Lissabon. Gleiche Gründe, warum das Salazar-Regime so tat, als würde es nicht hinschauen. Aber nur Ruth Fischer konnte schließlich 1941 nach New York gelangen. Arkadi Maslow erhielt wenigstens ein Visum für Kuba. Er ging also dann dorthin und am 21. November 1941 wurde er dort tot aufgefunden. Alle Indizien deuten auf einen Mord hin, sodass ich also selbst schreibe und diese Ansicht auch mehrmals vertreten habe. Arkadi Maslow wurde ermordet, er wurde von einem Lastkraftwagen überrollt. Der inneren Wahrscheinlichkeit nach, ich habe soweit recherchiert, wie ich recherchieren konnte, ich habe auch die medizinischen Befunde, die gefälschten medizinischen Befunde, habe ich auch gelesen, ja, erfolgte ein Zutun Stalins, und zwar deshalb, es gab eine undichte Stelle, ein amerikanischer Freund von Fischer und von Maslow,
Ludwig Lohre, ein ehemaliger Trotzkist, war Doppelagent. Ja? Es ist nicht erwiesen, bis wann er Doppelagent war, aber zu diesem Zeitpunkt, wo er offiziell und lautstark mit Moskau gebrochen hatte, was wohl ein Vorwand war, war er es noch. Und Maslow hatte wie viele andere Exilanten, also auch, er hatte den Amerikanern seine Zusammenarbeit angeboten. Er war ja nicht der einzige Kommunist, der damals für die Amerikaner und für die Briten arbeitete. Man tat das im Zeitalter des Antifaschismus. Aber natürlich hatte Maslow ein sehr starkes Innen, eine sehr starke Kenntnis des Innenlebens der KPD, auch wenn diese Kenntnisse schon etwas alt waren. Jedenfalls musste auch Ruth Fischer zur Gefahr für Stalin werden. Und das Tragische war, dass Ruth Fischer genau am 21. November 1941 endlich das Visum, das Einreisevisum, amerikanische Einreisevisum für Arkadi Maslow in der Hand hielt. Sie suchte ihn anzurufen und eine unbekannte Frauenstimme sagte ihr am Telefon, es tue ihr leid, ihr mitzuteilen, dass Arkadi Maslow tot ist. Der Tod von Arkadi Maslow wird ja das Leben von Ruth Fischer wie kein zweites Ereignis prägen und es steht, also dieses weitere Leben steht dann unter dem Schatten auch dieses Mordes. Ruth Fischer, das hatten Sie erwähnt, ihr gelingt es, in die USA einzureisen und es ist ja erstaunlich, dass sie dort auch wieder aktiv wird. Nun wird sie als Antistalinistin tätig. Sie gibt ein Nachrichtenbulletin heraus, also ähnliche Tätigkeit wie auch in Paris. Ein Bulletin, das über stalinistische Aktivitäten berichtet. Sie erhält sogar einen Forschungsauftrag an der Universität in Cambridge zur Erforschung der Geschichte des Kommunismus. Wie würden Sie denn die Aktivitäten von Ruth Fischer in den USA beschreiben? Zunächst einmal hat dieser Tod Maslows in Ruth Fischer etwas zerbrochen, was nie zu reparieren war. Nie wieder hat sie sich einem anderen Mann zugewandt. Ja, sie ging keine Beziehung mit Männern mehr in ihrem Leben ein. Ja, die bis dahin lebenslustige Frau verbitterte und verkrustete auf Jahre. Das ist eine echte menschliche Tragödie, die nicht kleingeredet werden soll, auch nicht angesichts dessen, was Ruth Fischer dann tat. Sie wurde unterstützt von in die USA emigrierten ehemaligen Kommunisten, darunter Karl Wittvogel und den Historiker Arthur Rosenberg, über den ich auch gearbeitet habe, und erhielt verschiedene Forschungsaufträge von amerikanischen Gewerkschaften, von der New School for Social Research kurzzeitig und schließlich auch dann von der Harvard University. Und der Forschungsauftrag in der Harvard University besagte, sie solle ein Buch schreiben, also eine Geschichte der KPD. Das Buch schrieb sie auf Englisch und jeder, der Bücher in einer Fremdsprache geschrieben hat, ich weiß, wovon ich rede, weiß auch, wie schwer es ist, sich von einer Sprache auf die andere so umzustellen, dass man also, sagen wir mal, auch den Geist seiner eigenen Gedanken versuchen kann, hinüberzutragen. Es bereitet die endlose Schwierigkeiten und bedurfte vieler Korrekturen, bis dann das Buch vorlag. Es erschien unter dem Titel Stalin and German Communism 1948 in Englisch und zwei Jahre später in einer Übersetzung ihres alten Genossen Heinz Langerhans auf Deutsch. Und besonders die englischsprachige Ausgabe wurde für ein Sachbuch ein Riesenerfolg. Es wurde ein medialer Erfolg. Also ich glaube, ich habe 33 oder 34 Rezensionen und Besprechungen gefunden. Und die Rundfunkbesprechungen, die nicht archiviert sind, die sind da noch gar nicht mitgezählt. Also Ruth Fischer gab, wie gesagt, ein kleines Informationsbulletin heraus. Ja? Und das wurde zum Teil, also The Network nannte sich das, Information Bulletin on Stalinist Organizations and Organizational Forms, ja, später unter den Titel The Russian State Party Newsletter on Contemporary Communism erschienen zwischen 1944 und 1947 und das war im Prinzip eine Enthüllungszeitschrift, ja. Sie war zunächst nur hektografiert, kam überhaupt recht bescheiden, wurde recht bescheiden aufgemacht
wurde auch so viel ich weiß außerhalb von New York nicht am Zeitungsstand vertrieben. Sie selbst verkaufte vor den Zeitungsständen manchmal das Blatt, aber es gelangte in alle Bibliotheken und was ihr wichtig war, es gelangte natürlich auch in alle Universitäten, wo also darauf geachtet wurde, wen man einstelle, ob der oder die eine kommunistische Vergangenheit habe. Und da wusste Ruth Fischer natürlich vieles mitzuteilen. Und inzwischen ging der Krieg zu Ende und der Kalte Krieg brach an und Ruth Fischer reihte sich in die erste Reihe der antikommunistischen Frontkämpferinnen und Frontkämpfer in den USA ein. Es gab damals den Repräsentantenausschuss, der sogenanntes unamerikanisches Verhalten untersuchte, nicht zu verwechseln mit dem späteren Senatsausschuss des Senators McCarthy. Das waren zwei verschiedene Körperschaften, die allerdings im gleichen Geist arbeiteten. In diesem Ausschuss für unamerikanisches Verhalten, dessen Vorsitzender Parnell Thomas hieß, verdiente sich ein junger Mann, der bei seiner ersten Rede im amerikanischen Abgeordnetenhaus genau an Ruth Fischer anknüpfte, ein Mann namens Richard Mulhouse Nixon, der spätere Präsident der USA. Ruth Fischer hatte inzwischen Kontakte zu amerikanischen Geheimdienstleuten aufgenommen und einer dieser amerikanischen Geheimdienstmänner, ein Mann namens Günther Reinhardt, der in Deutschland geboren war, der redete ihr mit Erfolg ein, hinter dem Mord an Maslow stecke ihr Bruder Gerhard Eisler. Ich bin der Sache nachgegangen, ich habe nichts dergleichen gefunden. Also Reinhardt zitiert da einen Brief, den ich in den sehr, sehr umfangreichen Aktenbestand des FBI, diese Akten liegen inzwischen der Forschung vor, nicht gefunden habe. Ja? Es deutet auch sonst nichts darauf hin, dass Gerhard Eisler in irgendeiner Weise am Tod Maslow beteiligt war oder beteiligt sein könnte. Es gibt einen russischen Aufsatz, dessen Verfasser auf Bestände des sowjetischen Militärarchivs zurückgreift, aber leider hat er keine Fußnoten machen dürfen, sodass ich die Angaben also in keiner Weise verifizieren konnte, ganz abgesehen davon, dass ich ins russische Militärarchiv gar nicht hereinkäme. Und auch der gibt in keiner Weise irgendwelche Hinweise darauf. Aber Ruth Fischer wurde nun von dieser Idee, man muss es sagen, geradezu besessen. Und vor diesem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses, dem stellte sie sich zur Verfügung und sagte in einer spektakulären Sitzung 1947 gegen ihren Bruder Gerhard aus, auch gegen ihren Bruder Hans, der seinem Bruder Gerhard sklavisch folgte, es existiere ein kommunistisches Netzwerk in den USA, ja, was von deutschen Kommunisten betrieben werde, auch von Kryptokommunisten, und an besonders prominenter Stelle nannte sie den Namen von Bertolt Brecht. Und diese Aussage machte Ruth Fischer, also sie wurde im Rundfunk übertragen, das Fernsehen war gerade erst im Entstehen, und das machte sie in den ganzen USA und in der ganzen westlichen Welt bekannt. Also alle Zeitungen berichteten darüber, wie die ehemalige KPD-Chefin gegen ihren Bruder aussagt, der also als das Haupt eines kommunistisch-terroristischen Netzwerks beschrieben wird. Ja, das war also einer der Meilensteine der antikommunistischen Kampagne in den USA. Und immer wieder kamen auch Filme und Bücher später auf diese Angelegenheit zurück. Ja. Und das ist auch in vielen Memoiren leidtragender beschrieben worden, die dann zum Teil zu Recht und zum Teil zu Unrecht der Spionage angeklagt wurden. Das ist fast in seiner Publizität ist das fast mit dem Fall von Esel und Julius Rosenberg zu vergleichen. Ja. Ruth Fischer wurde also nun gewissermaßen ein Hätschelkind der radikalen Rechten. Und das Ganze ging bis zum Jahre 1951. Sie arbeitete für das FBI, sie arbeitete für das amerikanische Außenministerium, sie arbeitete für einen Geheimdienst, dessen Existenz erst vor einigen Jahren bekannt wurde, The Pond, also der Teich, der vom amerikanischen Militär berichtet wurde. Sie arbeitete auch für den britischen Geheimdienst, für das International Research Department des britischen Geheimdienstes. Ja. Sie berichtete an die Schweizer Polizei über Brecht, ja, der ja, bevor er aus dem USA in die DDR nach Ostdeutschland kam, in der Schweiz eine Zeit lang sich aufhielt. Und zu ihr nahm Kontakte auf
eine Organisation namens Volksbund für Frieden und Freiheit. Das hört sich gut an. Das war eine der wichtigsten antikommunistischen Propagandaorganisationen der Bundesrepublik und sie stand in Verbindung mit dem, was später der Bundesdarischen Dienst wurde, also Reinhard Gehlen, der ja ein alter Nazi gewesen war. Und der Chef dieses Volksbundes für Frieden und Freiheit, wie es sich erwies und wie der Spiegel enthüllte, war kein anderer als Eberhard Taubert. Eberhard Taubert, der 18 Jahre zuvor ihren Ruth Fischers Sohn gequält und geschlagen hatte. Ruth Fischer war aber auch eine Mutter. Sie war seit kurzem Großmutter. Ihr Sohn lebte in England als Mathematiker. Und man mag sich vorstellen, wie sich eine Mutter fühlt. Sie bemerkte das, dass das dieser Eberhard Taubert war. Und das muss nach der Ermordung von Maslow der zweite große Schock ihres Lebens gewesen sein, mit dem sie über niemanden sprach. Aber der Nachlass von Ruth Fischer spricht Bände. Sie brach sofort alle Beziehungen zu den Taubert ab und beendete auch sofort ihre ganzen geheimdienstlichen Tätigkeiten. Fast von einem Tag auf den anderen. Das ging nicht immer ganz, weil Geheimdienste lange Arme haben und sie versuchten, sie zu halten, aber es war nicht möglich. Ja, zwischen 1952 und 1954 machte sie hier konsequent einen Schlussstrich. Und genau ab Anfang 1952 ändert sich signifikant der Ton ihrer Artikel. Bis dahin war sie also sehr aktiv gewesen in der Vorbereitung des Kongresses für die Freiheit in West-Berlin, an dem sie nicht teilnahm, weil es ihr zu nah an Ost-Berlin lag. Sie war also in dieses Committee for Cultural Freedom, da spielte sie in der Gründungsphase eine wichtige Rolle. Sie war in der antikommunistischen Presse also immer präsent gewesen, als die Frau, die Bescheid wusste. Jetzt begann sich das zu ändern. Mit einem Male schrieb sie über, sagen wir mal, also über antistalinistische Kommunisten, vor allen Dingen über Tito, in einem bewundernden und oft auch warmen Ton und schrieb: Nach Stalins Tod wird sich diese Situation ändern. Dann starb Stalin am 5. März 1953. Und Ruth Fischer schrieb: Es bestehen jetzt vielleicht Chancen, dass die Sowjetunion zum Leninismus zurückkehrt. Das ist interessant, zum Leninismus. Ja? Sie arbeitete immer noch für die Harvard-Universität, aber jetzt wurde Amerika für sie zu ungemütlich. Das geriet sie natürlich selbst ins Visier des FBI. Ihre Freunde wurden befragt und sie bekam es etwas mit der Angst zu tun. Und sie beschloss, Amerika zu verlassen. Sie nahm Kontakte auf zu einem jungen, vielversprechenden Minister in der französischen Regierung, einem Mann namens François Mitterrand, der war damals Innenminister, und der sorgte dafür, dass er nach Frankreich einreisen konnte. Sie war durch eine Scheinheirat französische Staatsbürgerin geworden. Ja? Sie hatte zweimal in ihrem Leben Scheinheiraten eingegangen, mit Unterstützung von Arkadi Maslow, einmal mit einem deutschen KPD-Funktionär, um von der Österreicherin zur Deutschen zu werden, und dann 1935 mit einem trotzkistischen Genossen, die Staatsbürgerschaft war ihr aberkannt worden, um Französin zu werden. In Amerika hatte sie die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und auch als eine von wenigen Ex-Kommunisten bekommen, aber Mitterrand sorgte nun dafür, weil sie ja französische Staatsbürgerin gewesen war, dass ein permanenten Aufenthaltsrecht in Paris nichts mehr im Wege stünde. Und die Harvard University beschäftigte sie nach Erscheinen des Buches weiter, und zwar als Konsultantin für ausländische kommunistische Literatur. Zuerst in Amerika und dann auch in Paris. Sie stellte also Bibliografien zusammen, bestellte die Bücher, schickte sie dann nach Harvard mit einem bestimmten Gütesiegel übrigens versehen, damit die kommunistische Literatur eingeführt werden konnte in den USA. Es gab also nicht nur in der DDR die Unsitte, angeblich gefährliche Literatur aus den Sendungen herauszunehmen. Ja? Und das tat sie dann auch nach 1956, als sie übergesiedelt war, und inzwischen hatte Nikita Khrushchev aus dem 20. Parteitag der KPdSU in seiner mutigen Rede den Stalin-Kult verdammt und selbst die Rückkehr zum Leninismus gefordert. Aber, so dachte sich Ruth Fischer, was kann das anders bedeuten, als dass jetzt die Leninisten rehabilitiert werden, die
aus den stalinisierten kommunistischen Parteien ausgeschlossen worden wären. Also jetzt, dass der Stalinismus zum Bolschewismus wird und sie sah sich schon als offiziell rehabilitiert. Dazu kam es nicht. Sie wurde nie wieder rehabilitiert. Durch die SED ging das schon gar nicht, denn dort war inzwischen, hieß inzwischen der starke Mann Walter Ulbricht. Und wenn ich es sehr zurückhaltend formuliere, dann sage ich, er war nicht der beste Freund von Ruth Fischer, nie gewesen. Und wenn ich es etwas drastischer formuliere, dann sagte er, nur über meine Leiche wird über Ruth Fischer auch nur ein positives Wort in der DDR erscheinen. So war es. Aber Ruth Fischer schrieb inzwischen, sie publizierte, wie gesagt, inzwischen in völlig anderem Geist. Und offensichtlich, und das wird auch aus ihren Briefen deutlicher als aus ihren veröffentlichten Äußerungen, bereute sie, und zwar bereute sie tief, ja, dass sie sich dem Antikommunismus hergegeben hatte. Sie schrieb noch zwei weitere Bücher von Lenin zu Mao, Kommunismus in der Bandung-Ära. Es ging damals also um das Erwachen der Kolonialvölker, ein Thema, was ja heute wieder unter anderen Gesichtspunkten sehr wichtig wird. Und die Umformung der Sowjetgesellschaft, eine Chronik der Reformen 1953 bis 1958. Ruth Fischer las Russisch. Und diese Bücher sind wie von einem neuen Geist getragen. Ja? Sie greift sogar die antikommunistische Hetzjagd in den USA an. Sie zitiert Brecht. Aber es findet sich natürlich kein Wort des Bedauerns darüber, dass sie selbst an dieser antikommunistischen Hetzjagd eine so starke Rolle gespielt hatte und dass sie Brecht so medienwirksam denunziert hätte. Sie versuchte verzweifelt, und das kann ich nur unterstreichen, verzweifelt mit ihren Brüdern wieder in Kontakt zu kommen. Das gelang nicht. Aber Hans und Gerhard Eisler lebten ja inzwischen beide in der DDR. Hans Eisler übrigens mit österreichischem Pass. Hans Eislers Sohn Georg Eisler, ein sehr guter Maler übrigens auch. Ja? Er war Maler von Beruf. Ja? Er war der einzige aus der Familie, der mit Ruth Fischer Kontakt aufnahm. Er war aus englischem Exil zurückgekehrt und er sagte ihr dann, liebe Ruth, ja, ich war in Berlin gewesen und habe mit Hans und mit Gerhard gesprochen, aber die Umstände sind gegenwärtig nicht so, dass eine Kontaktaufnahme auch nur zu denken ist. So war das mit Ruth Fischer. Sie starb 1900, sie lebte dann in Paris, bekam nach langen Verhandlungen schließlich auch die sogenannte Entschädigung von der Bundesrepublik zuerkannt, was ihr dann ein gutes Leben ermöglicht wurde. Zunächst musste sie noch darum kämpfen, weil ihr immer wieder bescheinigt wurde, sie habe ja in der Weimarer Republik den Sturz zur demokratischen Ordnung betrieben. Die vielen, vielen Nazi-Richter, Nazi-Generäle, Nazi-Professoren, ja, die in ganz anderer Weise die Demokratie und nicht nur die Demokratie zerstört hatten, hatten ja bekanntlich keine Schwierigkeiten, ihre vollen Pensionsansprüche in der Bundesrepublik geltend zu machen. Das trug natürlich auch dazu bei, dass sie beschloss, nicht wieder in Deutschland zu leben, obwohl ihr Interesse an deutschen Angelegenheiten bis zuletzt anhaltend stark blieb und sie auch am liebsten auf Deutsch schrieb. Ruth Fischer starb nach einem Herzinfarkt am 13. März 1961. Zuvor noch hatte sie eine junge Sekretärin eingestellt, eine Frau namens Ursel Lorenzen, die später als Spitzenagentin der Auslandsspionage der DDR enttarnt wurde, sich rechtzeitig in die DDR absetzen konnte. Ob sie damals schon für Markus Wolf Informationen über Ruth Fischer Einzug ist sehr wahrscheinlich, aber die Akten der Auslandsabteilung des MFS, die sind ja bekanntlich zu meinem großen Bedauern vernichtet worden. Sie starb, nachdem sie mit dem jungen Studenten, der mit dem SDS aktiven Klaus Meschkat, am Abend zuvor noch gesprochen hatte, in der Nacht an einem Herzinfarkt. Ruth Fischer lebte nicht sehr gesund. Sie war Kettenraucherin. Sie trank scharfe Sachen, ja, wie auch ihre beiden Brüder. Da war nichts mit Bier, das waren immer Cognac und Whisky. Ja, und in Verbindung mit dem Unmaß an Zigaretten und Unmaßen an schwarzen Kaffee,
Das führte dann dazu, dass alle drei Eisler-Geschwister in relativ jungen Jahren starben. Aber es war wohl nicht nur der ungesunde Lebensstil, sondern es war wohl auch, weil die Strapazen von Exil und Verfolgung und die Überlebenskämpfe schließlich ihren Tribut forderten. Wir sind nun am Ende vom Leben von Ruth Fischer angekommen, was ein sehr bewegtes Leben gewesen ist, ein sehr tragisches Leben auch und ein Leben voller Widersprüche und auch Wechselhaftigkeiten. Ich hätte vielleicht abschließend eine Frage, wo ich mir denken kann, dass es eine schwierige Frage ist für einen Historiker, also einfach in der Art und Weise der Frage. Aber es ist eben die Frage, lässt sich irgendeine Art von Lehre aus diesem Leben ziehen? Also gibt es irgendwas, wenn man heute sozusagen auch vielleicht mit einer politischen Motivation auf kommunistische Geschichte blickt, was aus so einem Leben irgendwie rauszuziehen ist? Etwas, wo man sagen könnte, ja, das ist eine Botschaft, die auch vielleicht aus so einer Biografie spricht. Ja, ich denke schon, es lässt sich eine Menge rausziehen. Was sich herausziehen lässt, ist zunächst, dass man immer daran arbeiten sollte, die eigenen Wünsche nicht für die Wirklichkeit zu nehmen. Ruth Fischer sah die Weltrevolution unmittelbar vor der Tür stehen. Ja? Und als sie das nicht bewahrheitet hatte, brauchte sie praktisch Jahre, um zu einer politischen inneren Balance zu finden. Die zweite Lehre ist, man soll sich nicht vom Hass das eigene Urteil verblenden lassen. Ihr Antikommunismus, der für mich mehr war als nur Antistalinismus, hat sie in eine Sackgasse getrieben, aus der erst dieses von mir geschilderte Schockerlebnis heraus half. Und meine dritte Lehre ist, und an die habe ich mich immer gehalten, man soll sich niemals Geheimdiensten für Spitzeltätigkeit zur Verfügung stellen. Ganz egal, wofür diese vorgeben einzustehen und ganz egal, was sie einem versprechen.